hier ist nochmal der japanische Trailer von Attack of the Drummer God, aber auf Deutsch, damit ihr mal versteht, was da gesagt wird. Also, los geht's. Aus den dunklen Tiefen eines verrückten Laboratoriums entspringt eine Kreatur, die das Grauen neu definiert. Die unstillbare Gier nach Blut zwingt diese schreckliche Kreatur, die gesamte Menschheit zu attackieren. Seine Opfer suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Doch es gibt kein Entkommen aus diesem Albtraum. Bereite dich darauf vor, die Grenzen des Schreckens zu überschreiten. Es kommt einfach aus der Toilettenschüssel. Ass, eine mutierte Killermade. Ass, deine Made. Ass, deine Toilettenschüssel. Ass, Trauma God. Attack of the Trauma God. Nichts kann es aufhalten. Attack of the Trauma God. So grausam, so schrecklich, so unvorstellbar. Sogar Hitler war schockiert. Attack of the Trauma God. Der Film erscheint nun auf einer neuen DVD mit Wendeposter und mit dem legendären Soundtrack als Audio-CD. Hey, du bist ja immer noch dran. Das ist gut, weil ich habe eine Ankündigung. Attack of the Trauma God läuft wieder im Kino. Und zwar am 3. Oktober. Richtig, am Tag der deutschen Einheit läuft Attack of the Trauma God. Das macht nämlich auch Sinn, weil ich bin ein Ossi und Trauma ist eine amerikanische Firma. Nur dank der deutschen Einheit ist es überhaupt möglich, dass Attack of the Trauma God entsteht. Und daher muss es natürlich an diesem Tag gefeiert werden. Im Kornkino in Nürnberg. Und es ist sogar das 50-jährige Jubiläum vom Kornkino. Im Rahmen dessen läuft auch Attack of the Trauma God. Da hatte ja auch, fand ja auch die bayerische Uraufführung von Attack of the Trauma God statt. Im Kornkino. Und jetzt, 15.000 Jahre später, nochmal eine Trauma God-Verführung im Kornkino. Ich glaub's nicht. Ihr könnt dabei sein. Ihr könnt da auch fernbleiben. Trauma Guts, Trauma Guts, Trauma Guts, Trauma Guts, Trauma Guts, Trauma Guts.